Ein weiteres Auswärtsspiel vom VfB steht an. Für uns ist heute eine ganz kurze Anreise nach Hoffenheim bzw. Sinsheim. Es werden 15 bis vielleicht 20.000 VfBler erwartet. Wir werden sehen. Für uns geht es jetzt auf die Reise. Für den VfB geht es hoffentlich nächstes Jahr international auf die Reise. Ich nehme euch mit. Let's go. Freunde! Wir haben jetzt ja heute mehr oder weniger so ein kleines Heimspiel hier. Jetzt ist nur noch die Frage, wie geht das Spiel aus? Also ich tippe ja auf ein klassisches 1-3, also 3-1 Auswärtsstrich. Kleinen Heimsieg feiern. Was sagt ihr? Ich sag auch 3-1. Und ihr? Das ist auch mein Tipp. Du hast tatsächlich schon vorweggenommen. Ich habe alle Fragen jetzt. Ich war schon heute Morgen auch 3-1. Mein. Ja. Also, nehmen wir mit, 3-1. Stuttgart! Ja! Ja! Van der Kolb! So, als einer der allerersten sind wir jetzt hier schon im Stadion. Vielen Dank an die TSG Hoffenheim, an die E-Sports-Abteilung hier für die Einladung heute. Wird, glaube ich, ein richtig geiler Tag. Nehmen euch jetzt behind the scenes ein bisschen mit. Ich zeige euch dann auch noch das E-Sports-Studio hier, aber natürlich hoffen wir trotzdem auf einen Auswärtssieg für den VfB. Wird, glaube ich, ein richtig cooles Spiel, auch ausverkauft. Richtig geile Stimmung. Freue mich jetzt und dann, ja, zeige ich euch hier alles, was so abgeht am Spieltag. Egal wie es aussieht, aber Darmstadt führt 1-0, das ist ein Zeichen. Wenn wir heute gewinnen, Darmstadt den Bayern gewinnt, sind es noch ein Punkt auf Bayern. Das ist ein Zeichen, wir kommen hier rein, Darmstadt schießt ein Tor. Noch knapp 2,5 Stunden bis zum Spiel. Von hier oben werden wir dann auch das Game schauen. Sehr geile Plätze, sehr geile Aussicht. Und weil wir es ja noch, ja, gerade noch, mein offizieller Tipp fehlt noch. Ich sag 3-1 für den VfB, selbstverständlich. Girassi hat heute, glaube ich, nochmal richtig Bock. Der hatte nämlich diese Woche Geburtstag und er gibt es auf jeden Fall noch ein Geburtstagstor. Bin ich mir ganz sicher. So, ich bin jetzt, glaube ich, wirklich ganz, ganz oben am Stadion angekommen. Weiter oben geht nicht mehr. Über uns ist das Dach. Und hier haben die TSD-Jungs, TSD eSports, quasi ihren eSports-Raum, eSports-Loge. Hier ist jetzt gleich auch noch das Finale von der VBL Wildcard-Turnier. Platz 1 wird jetzt hier ausgespielt. Also wird hier gleich ordentlich reingeölt. Schön hier, oder? Das ist auf jeden Fall schön hier. Also wir spielen hier nicht. Normalerweise haben wir noch einen Stockwert runter, unser eSport-Raum. Nochmal einen Raum. Aber hier wird die ganze Regie gemacht, hier wird kommentiert und ja, ihr könnt rausschauen. Siehst du jetzt hier draußen? Kommen jetzt die ganzen VfB-Fans. Also ich sag dir wirklich, also ich sag dir ganz ehrlich, hier wird nachher alles rot sein. Das wird eine ganze Invasion von VfB Stuttgart sein, alle in rot. Das wird richtig cool. So, bevor es losgeht, noch eine kleine Stärkung. Wichtig. Freunde, somit nur noch 5 Tore fürs Upgrade von Zürich. Schade! Sehr gut! Au! Na komm, gut! Oh. Komm, geht's! Au! Oh!
verdient. Ich sag ehrlich, es könnte vielleicht auf 3-0, 4-0 stehen. Bio, Gerassi, was wieder vorne Bohlen ist, bleibt dran. Und dann einfach vom ganzen Team ein Riesenlob. Dieses Pressing ist on point. Es ist bockstark. Stimmung, glaube ich, muss ich nicht viel dazu sagen. Es hört ihr. Es macht riesig Spaß. Und ich würde sagen, oh, Europapokal. Oh. Gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen da, abonniert, um weitere Vlogs nicht zu verpassen. Würde mich mega freuen. Wir gehen zusammen mit den VfB nächstes Jahr auf Reise. Da bin ich mir mittlerweile ganz sicher. Und ich glaube, es wird die Champions League. Let's go, immer weiter. Let's go.